Bonjour, maintenant nous sommes avec les langues étrangères. Dans cette vidéo, vous pouvez voir quelles langues étrangères sont disponibles dans notre école en plus de l'anglais. S'amuser! Hola, en este video puedes escuchar lenguas que puedes aprender en nuestra escuela, además del inglés. Salvete. Nunc linguas alienas audites. Quas linguas? Lingua Britannorum inclusa, discere positis, cognoscitis. Es waren einmal drei ehemalige HVF-Schüler, Monsieur Pierre Francais, Signora Carmen Española und Herr Secundus Romanus. Sie waren gerade alle drei in Braunschweig, um alte Freunde zu besuchen und mal wieder an ihrer alten Schule vorbeizuschauen, an der sie vor 20 Jahren ihr Abitur bestanden hatten. Es wollte der Zufall, dass die drei ehemaligen Schüler alle genau zur selben Zeit an der HVF vorbeischauten und sich nun nach 20 langen Jahren das erste Mal wieder sahen. Da war der Jubel groß. Sie beschlossen sich, an einen der Tische auf dem Schulhof zu setzen und zu plaudern. Wie praktisch, dass jeder von ihnen zufälligerweise auch etwas Picknick dabei hatte. So tischten sie also nacheinander alle drei ihre leckeren Lieblingsgerichte auf, bis sich der Tisch unter der Last bog. Monsieur Pierre Francais hatte Baguette, Croissants, Mousse au Chocolat und einen Café au lait dabei. C'est délicieux! Signora Carmen Española staunte nicht schlecht, aber auch sie hatte Leckereien dabei. Paella, Tortilla, Ramon Iberico und einen Café con Leche. Qué rico, es mi comida favorita. Herr Secundus Romanus staunte nicht schlecht, aber auch er hatte viele Leckereien dabei. Weintrauben, Fisch und Wein. Ehoi, quibum delicatum. Die drei ehemaligen Schüler aßen, tranken und plauderten. Sie hatten sich sehr viel zu erzählen, weil sie sich so lange nicht gesehen hatten. Dabei stellte sich sehr schnell heraus, dass sie von ihren Lieblingsfächern doch viel mehr geprägt worden waren, als sie selbst bemerkt hatten. Moi, j'habite à Paris. Je suis cuisinier. Yo vivo en Sevilla y soy bailarina de flamenco. Augusta et Trevororum vivo. Actor sum. Beim Erzählen merken die drei ehemaligen Schüler, dass sie durch die Lieblingsfächer an der HVF so geprägt worden waren, dass sie nicht nur ihren Wohnort, sondern ihren ganzen Lebensstil darauf ausgerichtet hatten. Das ging sogar so weit, dass sie alle ihre Muttersprache vergessen hatten. Hola, me llamo. Salut, je m'appelle. Salvete, mihi nomen es. Zum Glück verstanden sie sich aber trotzdem, denn jeder hatte damals an der HVF neben der zweiten Fremdsprache, die sie ab der 6. Klasse gewählt hatten, eine weitere der drei Sprachen ab der 8. Klasse als dritte Fremdsprache gelernt. Außerdem waren die drei Sprachen ja gar nicht so verschieden. Egal, worüber die drei redeten, sie landeten doch immer wieder bei ihrer Schulzeit, vor allem bei ihren Lieblingsfächern. Sie stellten schnell fest, dass es im Französisch-, Latein- und Spanischunterricht an der HVF sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. L'échange avec notre collège à Bury, c'était vraiment super. Connaître la vraie vie dans une famille française et découvrir Paris ensemble, c'était formidable. Lo mejor es el viaje a España. Un viaje a Ávila, una ciudad cerca de Madrid. Es fantástico para aprender la lengua y ver cómo es la vida en España. Ich habe unsere Fahrt nach Trier geliebt. Das Amphitheater und die Thermen, wie im alten Rom. Und ein echter Legionär, na gut, ein Schauspieler, hat uns die ganze Stadt gezeigt. Die schönste und spannendste Gemeinsamkeit, da waren sich alle sofort einig, waren die Austauschfahrten und Sprachreisen nach Spanien, Frankreich und Trier. Dort konnten sie nicht nur neue Einblicke in die Fremdsprachen erhalten, sondern erlebten wirklich, wie Familien in Spanien und Frankreich leben. Oder konnten in der ältesten Stadt Deutschlands echte lateinische Inschriften übersetzen und imposante römische Bauwerke betrachten.
Es gab aber auch noch nette kleine Veranstaltungen an der Schule, die ihnen damals viel Spaß gemacht haben. La soirée française, avec des chansons, des sketchs, des interviews, des petits films, des reportages. Et bien sûr, avec les crêpes françaises. Sí, y también hay una noche española, con música, baile, poemas, vídeos, y el reportaje Viaja Águila. Y claro, también con tapas. Wir haben uns regelmäßig in der Schule getroffen und Filme geschaut, in denen es um das alte Rom ging. Mit Popcorn, das war wie im Kino. Am liebsten mochte ich die Asterix-Reihe. Einig waren sich die drei auch darüber, dass man in jeder der drei Sprachen natürlich auch viele Vokabeln lernen musste. Aber das gehört nun mal zum Sprachenlernen dazu. Zum Glück stand das Reden im Spanisch- und Französischlernen im Vordergrund. Und im Lateinunterricht erfuhr man sehr viel über Mythologie und Geschichte. Plötzlich bemerkten die drei ehemaligen HVS-Schüler, dass es schon spät geworden war. Sie hatten beim Plaudern über ihre Lieblingsfächer ganz die Zeit vergessen. Es war schon dunkel. Und das leckere Essen war leider schon bis auf den letzten Rest aufgegessen. Die drei verabschiedeten sich voneinander und verabredeten sich zu einem nächsten Treffen vor der HVF in genau einem Jahr. Salut! Salut! A plus!